Ich habe auf der Herfahrt jetzt gestern schon überlegt, was das sein könnte, was das für kaputtes Rohr ist. Von der Seite sieht man es richtig. Es ist einfach bloß so eine Froschsammelanlage, damit die Frösche gefahrlos über die Straße gehen. Na gut. So, bevor wir weiterfahren, mache ich noch eine kleine Runde um den Teich hier. Gucke mal nach drei Caches. Ach, das ist hier unten gibt es einen Weg. Hier ist eine Schautafel. Den habe ich gar nicht als Weg für voll genommen. Ja, da hinten ist der Campingplatz, wo ich stehe. Hier haben wir so einen größeren Teich mit Viehzeug. Ja, hier hast du rings um den See auch vereinzelt ein paar so eine kleine Ferienhäuser. Hier gibt es einen Cache. Hinweis war im Dachgeschoss der Schautafel. Cool. Könnte vielleicht ein Stift, deswegen. Der Cache nimmt Bezug auf die Fledermäuse, die es hier gibt. Von daher haben die denn so etwas. Das war ja jetzt eigentlich die falsche Richtung. Den habe ich mir jetzt durchgeholt, weil das ja bloß 200 Meter von der Kreuzung war, wo ich in die andere Richtung gehen soll. Hier rum kommen jetzt auch alle 200 Meter, so oder 300, 400 Meter ein Cache. Die lasse ich aber jetzt alle liegen. Ich wollte ja zu der Hütte gehen, was also die Sehenswürdigkeit der Gegend ist. Meter. Das ist er. Auch nicht ohne weiteres zu öffnen, sondern hier gibt es einen Trick. Oh, das habe ich gemacht. Aber kein Logbuch da, oder? Aber hübsch gemacht. Und das Loch wurde zugestopft, dass ich kein Viehzeug einnichtet hier.
Irgendwo habe ich vorhin gelesen, die Teiche hier sind alles Himmelsteiche. Das bedeutet, die werden nur vom Regen gespeist. Da gibt es keinen Fluss oder Bach, der hier angestaut ist. Ich gebe es wieder auf. Aber hier kommen dauernd Leute vorbei, wenn du da hier so durch, um das Haus drumherum streichst und nichts findest, dann kommen schon wieder die Nächsten. Ach, ein Spiel ist das. Storch haben wir keinen gesehen. Die sind wahrscheinlich schon wieder alle weg. Den Weg der Storchen hier verfolgen. Und wenn der Ball aber hier in ein Loch rutscht, steht hier, was dann alles schief gehen kann. Ich bin hier genau an der Grenze zwischen Thüringen und Bayern. Ja, genau an der Grenze nie. Bin schon wieder 2 Kilometer gefahren. Ich kam jetzt bloß gerade an der Säule vorbei. Und da dachte ich, kann ich erst mal anhalten. Und mal gucken, was das für eine Säule ist. Und es ist hier eine Weltkriegssäule. 1914 bis 1918. Hier für beide Weltkriege. Und was steht hier oben? Kann man nehmen. Auch 1914, 18. Ja, ich hab was. Haha.
Heute ist ja allerdings ziemlich tote Hose. Sonntag, spät nachmittags. Ende Oktober. Im Sommer kann man hier auch Boote ausleihen. Ob das nur Tretboote oder was auch immer sind, kann ich nicht sagen. Hier kann man auch Fahrräder laden und Handys. Kann man sein Handy abschließen, USB-Ladedose. Da geht nicht wahr. Und wenn das Bad geöffnet hat, gibt es hier auch Toiletten und Duschen. Ich hatte auf den Campingplatz geguckt, weil ich mir heute angucke, beziehungsweise wo ich heute hinfahre. Hab aber nicht so richtig gefunden hier an eingezeichneten Übernachtungsplätzen. Und da wollte ich erst mal zu zwei Stellen fahren, die ich mir eventuell hätte angeguckt. Und zwar ist hier irgendwo in der Nähe ein alter Grenzwachturm, der noch übrig geblieben ist. Und eine Agentenschleuse, wo sie, da hätte ich aber auch dann jetzt spät nachmittags noch anderthalb Stunden laufen müssen mindestens. Und das wollte ich nicht unbedingt. Na ja, gut, dann dachte ich, na gut, suchst du dir jetzt irgendwo einen schönen großen Parkplatz oder einen schönen Versteck. Dachte ich, ich suche mir einen versteckten Parkplatz, wo ich schön die Nacht verbringen kann. Und dann gehen wir weiter. Ja, bin jetzt eigentlich schon noch eine halbe, dreiviertel Stunde rumgefahren. Und immer mal geguckt, aber nicht gesehen. Und ich komme an dem See vorbei und sah hier Parkplatz. Eine wenig befahrene Straße ist das hier und ziemlich ruhig. Und dachte, ja, kannst du mal gucken. Naja, hier waren jetzt noch ein paar mit Hund und Spaziergänger noch mal angehalten in den letzten zwei Stunden. Ich bin ja auch noch eine kleine Runde gegangen. Jedenfalls momentan sind alle wieder weg. Hier hast du vier Wohnmobilstellplätze inklusive Strom. Musst du an so einer Säule hier bezahlen und kannst deinen Stecker einstecken. Ich habe aber genug Strom für die eine Nacht, deswegen habe ich die Wohnmobilplätze hier freigelassen. So, jetzt habe ich gerade mal geguckt, Internet haben wir hier im Download
22,3 Mbps und im Upload knapp 7. Also sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ich werde mein Video erstmal wieder schneiden, die Aufnahmen, die ich heute gemacht habe. Ein bisschen in den Rechner holen und dann. So, was ich noch sagen wollte, drückt mal bitte alle auf Gefällt mir und abonniert meinen Kanal. Die Einblendung habe ich in den letzten Videos noch nie gemacht. Und tja, dann bis morgen. Ich werde dann wahrscheinlich morgen auch wieder ein Video machen.